Heute Morgen gibt es mal Regenwasser für die Pflanzen. Ja, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen im Reich der Bonsai. Den gieße ich jetzt noch nicht. Wieso, weshalb, warum, sehen wir gleich auch. Alles andere kriegt jetzt ein bisschen Wasser. Die meisten haben heute Morgen schon bekommen durch die Selbstbewässerungsanlage, also die oberste Reihe. Hier, die ist in der Selbstbewässerung angeschlossen, die anderen noch nicht. Ja, so ist das, ne? Damit man auch lernt, wie man Bonsai zu pflegen hat ohne Selbstbewässerung. Ne? Auch das ist ganz wichtig. Hier für den Kanal, damit ich euch das auch zeigen und sagen kann, was, wieso, weshalb, warum irgendwann mal passieren kann. So, meine Lieben, ich würde sagen, wir fangen auch sofort an. Zwischendurch gibt es ein paar kleine Impressionen. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir nehmen tatsächlich das Schätzchen hier mal mit, unseren Bergahorn. Ja, der hat nach wie vor ja, eine etwas blasse Farbe. Sieht zwar richtig schick aus, ist gut gewachsen. Auch die Blätter finde ich richtig passend von der Größe her dieses Jahr. Also nicht immens gewachsen von der Größe. Aber er ist mir ein kleines bisschen zu blass. Und wie wir da jetzt eingreifen, dann nehme ich euch mit auf die Reise bei dem Ahorn. Wir werden das Schätzchen jetzt erst einmal kräftig wässern und düngen. Aber nicht so wie sonst, sondern dieses Mal im Anstau, damit er sich mal richtig voll tanken kann. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, der hat noch nicht genug. Ne? Und dann davor sind diese komischen Wolldinger da dran. Da gucke ich gleich nochmal genauer nach, was da Sache ist. So, hier auf Strich 1 für 2 Liter. Von der anderen Seite. Dann könntest du da besser reinkippen. Ne? Nicht, dass du denkst, man muss von zwei Seiten reinkippen. Nur weil das hier schräg steht, deswegen. So, größeren Stock konnte ich nicht finden. Oder wie sagt man, einen kleineren konnte ich nicht finden. Ne? Nee, einen größeren konnte ich nicht finden. So, das heißt im Klartext, wenn ihn jetzt wirklich durchspülen damit im Flutverfahren und werden das auch drin stehen lassen erstmal eine Zeit lang. Wie genau? Ich denke mal so lange bis wir Filmende haben hier ungefähr. Also bis kurz vor Mittag, denke ich mal. Wir sind heute Morgen sehr früh dran. So, kräftig. Ich bin am Überlegen, ob wir noch einen Blattschnitt machen. Ich gehe da nochmal in mich. Ich denke mal ja. Aber, oh, mal gucken, ne? So sieht er ja eigentlich gesund aus, würde ich sagen. Und er könnte ruhig mal Neuaustrieb verkraften. Also es wird ihm nicht schaden, sagen wir es mal so, er verkraftet das. So, okay. Jetzt haben wir einmal 2 Liter durchgegossen und lassen das jetzt auch hier drin stehen, wie gesagt, ne? So, das als erstes. Und dann düngen heute die anderen. Ja, mache ich nachher. Also heute Abend, wenn es etwas kühler ist. Denn es wird sehr warm heute. Um die 30 Grad voraussichtlich. Und das heißt im Klartext, wir müssen auch zweimal gießen. Bisher bin ich mit einmal gießen tatsächlich ausgekommen. Es hat auch zwischendurch mal geregnet gehabt. Und wenn es dann nicht geregnet hat, einmal am Tag hat bisher tatsächlich gereicht. Aber wenn es jetzt an die 30 Grad geht, dann müssen wir aufpassen. Also da dürfen wir mit Sicherheit zweimal am Tag das Ganze gießen. Die ganzen Bäumchen in dem Sinne. Okay, mal gucken, was wir jetzt machen. Wir werden jetzt öfter gießen. Das heißt im Klartext, auch die Düngung müssen wir dementsprechend anpassen. Das heißt also, wir müssen jetzt auf jeden Fall einmal die Woche dann dementsprechend düngen. Da wenn man zweimal am Tag hier durchgießt und Wasser auch durchläuft, werden natürlich auch Nährstoffe mit rausgespült. Hier mal kurz den Wildapfel gezeigt, den nehme ich mir auch gleich ein bisschen näher ran mit euch gemeinsam. Die Hortensie macht sich wunderbar. Jetzt warten wir darauf, dass die Blütenknospen kommen. Die Hydrangea paniculata Limelight. Die Lärche macht sich auch wunderbar. Da muss ich mal den Draht kontrollieren, wie das aussieht. Den hatten wir ja gedrahtet hier. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Voraussichtlich nicht hier im Schatten. So, hier darf ich ein bisschen sauber machen. Da dürfen wir auch mal kurz ein Ästchen wegknipsen hier. So, ja, was so lang rauswächst, das kommt immer wieder mal abmachen. Weil der soll ja nicht größer werden, der soll so bleiben, wie er ist. So, zu dem Wasser bin ich noch nicht gekommen. Muss ich mal gucken, ne? Eins nach dem anderen. Es läuft ja nichts weg. So, wie sieht es hier aus? Wunderbar. Hier haben wir jetzt auch tatsächlich schon Neuaustrieb gegeben. So, mal gucken, wie wir da weiter vorgehen. So, bei der Vorsitz ist noch alles okay. So, das war die obere Reihe. Der Buchsbaum hat sich einigermaßen erholt. Hat ja letztes Jahr diesen Buchsbaumzünsler gehabt. Hat dann extremst gelitten, aber toi 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 erlebt noch. Ne? Wollen wir abwarten, wie er sich dann dementsprechend im Laufe der Zeit wieder entwickeln wird. So, die Weigelie, da müssen wir wieder dran gehen. Definitiv, also da ist schon wieder ja, alles bei zugewachsen. Das ist schon heftig, was die Austriebe machen. Das ist so genial. So, hier der wilde Wein. Den hatten wir ja vor kurzem erst
geschnitten oder Blattschnitt gemacht, ist wunderschön am Austreiben überall. Und das lassen wir noch, da warten wir noch ein bisschen. Wir wollen ja nicht ständig die Kraft rauben. Wenn es soweit ist, nehme ich euch auf die Reise auf jeden Fall mit. So, unser Elefant, dem geht es auch gut. Der stand letztes Mal, hatte ich glaube ich erwähnt, ne? Einmal trocken, aber toi toi toi. Da hingen wirklich die ganzen Blätter runter. Die hingen alle runter. Aber er ist wieder straff aufrecht, tatsächlich. Also das hat ihm nicht geschadet. Toi toi toi. Hier in unsere kleine Fichte, die hier noch mit drin wächst, von alleine. So, die Kastanie hatte ich letztes Mal auch gesagt, die hatte ich mal trocken werden lassen. Dementsprechend hat sie auch gelitten. Aber okay, sie lebt. Immerhin. Ein kurzes Update von der Azalee. Sie lebt, aber nicht besonders. Also im Erscheinungsbild nicht besonders. Bekommt aber trotz alledem tatsächlich Blütenknospen. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet, dass das doch noch kommt. Aber da ist nicht viel Wachstum bei dem Schätzchen hier. Die leiden einfach zu stark im Winter, wenn sie draußen bleiben. Das ist nun mal so. Okay, das heißt, Glattex, der muss nächstes Jahr auf jeden Fall rein. Ist der einzige in dem Sinne, der dann frühzeitig rein muss. Okay. So lernt man immer wieder mal dazu. Hier ist gerade eine Biene am Tanken. Hallo. Hey, guck mal, die kann sogar streicheln. Cool. Ja, das ist die Forsythie, die wir am Retten sind, wenn es uns denn gelingt. So, kommen wir kurz zum Apfelbaum hier. Das ist das Geschwisterchen von dem wir gerade gesehen haben. Von diesem hier, ne, wo die wunderschönen Äpfel hier dran hängen. Wildapfel übrigens. Bei dem werde ich jetzt was wegschneiden, weil ich möchte keine lange Stange haben, sonst lasse ich mir Opferäste wachsen, um hier alles dicker zu kriegen und so. Aber in dem Fall möchte ich ihn jetzt, also in diesem Falle, ne, möchte ich das nicht, dass wir hier so dicke Äste stehen haben. Deswegen schneide ich das jetzt schon mal zurück. Ich schneide das jetzt auch pauschal, wir werden da noch nichts aussortieren. Das können wir dann im Frühjahr machen. Aber jetzt schon mal zurücknehmen, wie gesagt, damit wir nicht so dicke Dinger da hängen haben, ne? Stehen haben wachsen sehen. Weißt du schon, was ich meine, ne? So, dann kann er wieder austreiben ein bisschen und dann macht er nicht so dicke Äste. Und dementsprechend ist es dann einfacher, ja, ihn klein zu halten, ne? Darum geht es ja bei diesen Bäumchen. Man kann aus jeder Pflanze kann man was anderes heranziehen. Manchmal kann man es so machen, wie die Pflanze einem das schon so ein bisschen vorgibt, ne? Also der soll wirklich klein bleiben hier. So, jetzt gehe ich mal eben rein, Akku wechseln, habe ich vergessen. Und dann bringe ich mal das Mikro-Siemens-Messgerät mit. Und dann messe ich gleich mal bei dem Bergahorn nach, wie das aussieht. Hier sehen wir noch ganz kurz in einem Rutsch hier den Blauregen. Das ist so eine coole Kiste. Also echt genial, dass der also wirklich auch einen Blütentrieb hier ausbildet, ne? Mal schauen, ob wir das so erkennen können. Das ist die andere Kastanie. Die sind mir ein bisschen zu blass um die Ohren, muss ich sagen. Vielleicht kann man es erkennen, so einigermaßen. Hier vielleicht. Ja, also müssen heute auf jeden Fall düngen. Bedingt dadurch, weil es auch zwischendurch mal geregnet hatte, ne? Und das Wasser hier, das wird dann halt durchgespült und dementsprechend auch die Nährstoffe raus. So, unser Schätzchen hier im Dunkeln. Ich ziehe mal ein bisschen vor. Unser Mammutbäumchen. Ja, also bis jetzt noch kein Austrieb zu sehen. Noch nicht. Also der lässt sich echt Zeit. Alter Schwede. Tja, okay. Wollen wir mal gucken, ob er es denn noch packt oder nicht. Aber ich hoffe es. Wie bei allen anderen Sachen auch. Auch die Kastanie, auch wenn das Grün jetzt so gut rüberkommt. So ein ganz kleines bisschen ist mir das echt zu blass. Aber in dem Zuge gucken wir uns mal Justus, nicht nur die Linde hier an. Die wächst auch wie. Gucken, ob wir hier was machen müssen. Sieht das mit dem Draht aus? Ne, das ist noch okay. Das ist noch okay, das können wir noch so lassen. Da überlege ich noch, ob ich den rauswachsen lasse. Ich glaube ja, aber der soll noch ein bisschen dicker werden. Genau, den lassen wir noch wachsen. Achso, in dem Zuge gucken wir uns immer die andere Kastanie an, die wir so radikal geschnitten hatten. Der Lavendel macht sich so schön dieses Jahr. So, der wilde Wein nicht, sondern das ist unsere Weinrebe. Sieht nach wie vor richtig gut aus. Richtig klasse. So, hier steht sie. Die Kastanie. Holla die Waldfee. Da geht die Post ab, also die wird es wissen. Die schiebt also ordentlich Triebe tatsächlich raus. Das ist schon mächtig, ne? Was die mitgemacht hat hier, wer den Film gesehen hat. Weiß, was Sache ist, ne? Ja, okay, also auch das hat tatsächlich funktioniert. Der Bergahorn. Da gucken wir jetzt mal, was Sache ist. Wie gesagt, ich war ja gerade drin gewesen kurz, haben wir nochmal Kaffee getrunken. Wir haben hier 1600 Mikrosiemens drin, also jetzt ist er auf jeden Fall gut versorgt und ich lasse ihn auch bis heute Abend tatsächlich hier drin stehen in der Suppe, in der Düngerlösung. Hier messe ich jetzt auch mal nach, allerdings habe ich hier nicht viel Wasser drin. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so, ne, kriege ich nicht hin. Ich muss hier ein bisschen schräg stellen. Moment. Da müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt. Es ist nur, dieses Jahr haben wir das erste Mal einige im Untersetzer stehen.
damit eben sie für längere Zeit versorgt sind. Wenn es regnet, meist regnet es nicht so viel, dass der Untersetzer hier überläuft und alles rausläuft, sondern das bleibt hier drin. Im Klartext auch die Nährstoffe bleiben hier im Untersetzer mit drin tatsächlich. Wenn ausreichend Wasser drin steht, dann kommt die Pflanze dran. Oder aber wenn sie Wurzeln reinschickt, hat sie jetzt in dem Fall nicht und sie kommt bei der Höhe auch nicht mehr dran. Wir haben 1600 Mikrosiemens drin, ich habe nicht gedüngt, sondern nur mit Regenwasser heute Morgen gegossen. Also das ist auch wichtig zu wissen. Ne? Jedenfalls musst du diesen Untersetzer dann auch mal, ich sag's mal so wie es ist, einfach mal leer machen. Ganz wichtig, ne? Denn wenn die anderen Klamotten düngst jetzt, wenn sie, ja ich sag mal so, einfach in der Schale stehen, ne? Teil läuft durch, es regnet, läuft durch, hier im Untersetzer nicht. Das sollten wir berücksichtigen, ganz, ganz wichtig. Ne? Also wenn du auch diese Verfahrensweise ein bisschen angehst und denkst, ja, das ist schon ganz gut, dann sind die Bäumchen für längere Zeit versorgt, aufpassen mit dem Düngen. Ganz wichtig zu wissen. Am besten zwischendurch tatsächlich auch die Untersetzer dann mal leer machen. So, und dann holen wir uns jetzt einen anderen Wildapfel mal ran. Mit jeder Neuerung, die man macht, muss man auch ein bisschen aufpassen. Ne? So, hier steht auch noch Wasser drin, da werde ich auch mal nachmessen. So, im unteren Bereich kommen lauter Triebe raus, die ich nicht haben möchte. Ne? Im oberen Bereich tut sich nicht so viel. Das liegt auch daran, weil das alles so in der Waage ist. Im Prinzip, der Baum versucht, irgendwo auszutreiben, um wieder in die Höhe zu kommen. Das darf er aber nicht und von daher schneiden wir die Triebe jetzt weg, die herauswachsen. Damit er da nicht zu viel Kraft reinsteckt und gegebenenfalls vielleicht sogar den oberen Teil dann vernachlässigt. Ne? So, okay. Dann haben wir das schon mal weg. Hier kommt auch noch einer raus, sehe ich gerade. Da, hier kommt auch noch einer raus. Da, so. Okay, hier oben kommt auch noch einer raus. Ich muss gerade überlegen, ob wir den belassen oder nicht. Nein. Das passt optisch überhaupt nicht. So, okay, ist er auch weg. Dann habe ich mir jetzt alles beraubt, was nachgewachsen ist tatsächlich. Okay, dann gucken wir mal, wie das jetzt hier drin aussieht. Da bin ich echt mal gespannt. So. Okay, 240. Siehst du wohl. Also der darf tatsächlich gedüngt werden. Kannst du jetzt vielleicht nicht sehen. Kannst du mir ja glauben. Ich drück mal auf Hold. Vielleicht kann man es erkennen, vielleicht auch nicht. Das ist immer so eine Sache. Also der hat nicht viel. Der darf tatsächlich gedüngt werden. Ja, cool, ne? So unterschiedlich ist das. Aber den hatten wir auch mal durchgespült, weil wir hier das mal gestunken hat, wenn sich noch dran erinnert. Ne? Nee, das den Geruch gehen wirst du wahrscheinlich nicht kennen, aber ich hatte es ja gesagt. Ne? Ich so. Okay, auf jeden Fall macht er wunderschöne Äpfelchen. Das ist also richtig genial anzusehen. Total klasse. Tja, super. Ich bin ja gerade fleißig am Beikraut entfernen. Das habe ich jetzt mal stehen gelassen, um euch das nochmal zu zeigen. Das Schätzchen steht auch in einer Schale, allerdings ohne Unterschale im Sinne, also das Wasser läuft hier tatsächlich auch raus. Und hier kannst du also am Beikraut erkennen, ja, wie das Substrat bzw. für die Wurzeln dann das Ganze versorgt ist. Also hier eher mäßig, ne, das Ganze wächst sehr verhalten, aber der Weigelie reicht das vollkommen aus. Ne? Also die braucht man gar nicht ganz so stark zu düngen. So, dann mache ich den Rest jetzt mal raus hier und dann werden wir hier gleich ein bisschen dran arbeiten. Das eine oder andere zeige ich euch, aber nicht die ganze Zeit, weil das ist doch ein bisschen zu viel. Ne? Und ich möchte jetzt hier nicht eine halbe Stunde stehen mit euch und nur zeigen, wie ich dann die ganzen kleinen Triebchen entferne. So, siehst du wohl. Dann haben wir den nämlich auch wieder gecleant hier im unteren Bereich. Also ist gar nicht so verkehrt, wenn mal so ein bisschen mitwächst. Ne? Wenn du siehst, es wächst kräftig, muss natürlich früher rausziehen. Aber ja, okay, hier weiß ich, was Sache ist. Dann wollen wir mal gucken, wie wir hier vorgehen können. Wird jetzt nicht ganz so einfach sein, also das zu zeigen, in dem Sinne abzufüllen. Ne? Also wir haben unzählige Austriebe, meist auch Zwillinge, so wie hier beispielsweise. Da können wir einen schon mal von entfernen, den wir nicht haben wollen. Am besten der, der nach hier wächst zum anderen Ast. Den nehmen wir schon mal komplett weg hier. So, den anderen kürzen wir wieder ein. Denn das Ganze soll ja klein bleiben. Ne? Jetzt haben wir allerdings noch ganz viele andere Triebe hier. Oh, das ist aber auch ein heftiger Austrieb. Alter Schwede. Und wir hatten ja schon so viel weggenommen. Ne? So, den nehmen wir mal weg hier. Wie gesagt, viel sehen wirst du nicht können. Ne? Den nehmen wir auch mal weg hier. Der kommt von unten. Den kleinen hier, den lassen wir, den kürzen wir nur ein tatsächlich. Ja, so halten wir das Ganze kompakt. Und das richtige Aussortieren, das kommt dann entweder zum Herbst oder beziehungsweise Winter. Besser zum Frühjahr dann, ne, vor dem Austrieb dementsprechend. Ja, es ist wirklich zu zeigen nicht so einfach. Also hier haben wir 1, 2, 3 Triebe. Die sind auch so kompakt schon, dass die so sich verzweigen. Ne? Heftig. So, den kürzen wir ein hier, den kürzen wir auch ein hier. So. Der wächst hier mittig rein. Das sind auch zwei tatsächlich. Hier ist noch einer.
Den kürzen wir dann auch wieder ein. So, der hier, der geht nach innen. Den nehmen wir komplett weg hier. Jawohl. So, dann sieht er schon mal wieder ein bisschen besser aus. So, hier haben wir auch einen Zwilling. Hier. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Pass mal auf. Jetzt hatte ich es gerade von der anderen Seite gesehen. Hier, genau. Da muss einer komplett weg von der hier. So, guck mal, da kommt da wieder richtig Luft rein. So. Und dann kürzen wir das Ganze auch wieder ein. Er soll nicht mehr herauswachsen. Er soll also wirklich klein bleiben. Das ist ganz wichtig. So, guck mal. Ach, ist doch ganz gut gelungen, ne? Ja, das sieht doch gut aus. So, and the next one. Oh Mann, ich sag es dir. Aber auf, ich werde das in Ruhe alleine fertig machen hier. Hier kommt einer von innen ganz groß rausgewachsen. Immer komplett schon mal weg. Weil du wirst jetzt eh nicht viel sehen können. So, hier haben wir einen Zwilling. Dann nehmen wir den weg, der nach innen geht. Den nehmen wir ganz weg. So, genau. Den nehmen wir ganz weg. Und den kleinen hier, den kürzen wir einfach wieder ein. So. Der wächst nach unten, den nehmen wir ganz weg. So, hier auch wieder ein Zwilling. Der wächst nach oben, dann nehme ich den weg hier. Und den kürzen wir wieder ein hier. So, der geht nach außen zum anderen Ast hier. Den nehmen wir komplett weg. Oh mein Gott, ich sage halt dir, du, da ist aber auch heftig viel. Heftig viel. So, Knubbeldubbel. Ja. Okay, es ist, weiß auch gar nicht, was du dazu sagen sollst jetzt noch, ne? Ist so. Wie gesagt, wenn du nicht weißt, wie, dann einfach einkürzen nur, ne? So, der könnte aber ganz weg. Ich kann da aber jetzt leider nicht sehen von hinten. Nicht, dass ich mir das ganze Ding abschneide. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Mal auf, ich gehe mal mit Gefühl. So, jawohl. So, den kürzen wir auch noch ein hier. So, jetzt habe ich schon extra die andere Brille aufgesetzt. Der geht nach oben, den nehme ich mal weg hier. So, hier haben wir zwei, wieder ein Zwilling. Wohin lassen wir ihn wachsen? Ich weiß es nicht. Also, kürzen wir beide erstmal ein. Ne? Der geht nach oben hier, den nehmen wir ganz weg schon mal. So, dann ist der Ast auch schon fast fertig. Mal auf, der geht nach hier, das ist okay. Aber das sind auch wieder zwei, drei. Der geht nach oben, den nehme ich ganz weg. So. Den kürzen wir ein und den kürzen wir auch erstmal ein. Wie gesagt, richtig aussortieren kann man später dann. Ne? Am besten zum Frühjahr. Dann hat man die ganze Verästelung nur und da kann man auch besser reingucken. Dann ist das einfacher zu entscheiden. So, okay, den Rest mache ich jetzt aber alleine fertig. Sonst weiß ich gar nicht, was ich hier noch erzählen soll die ganze Zeit. Ja, im Prinzip ist immer dasselbe. Man ist auch mal wieder erstaunt, was am Ende nach solch einem Schnitt übrig bleibt. Ne? Aber du wirst dich wundern, in zwei Wochen sieht das Ganze wieder ganz anders aus. Und von daher muss man das schon, ja, mit etwas rabiat vorgehen, ne? Und also, ja, ist so, weil die Weigelie, die schießt wie verrückt aus allen Löchern raus und von daher ist das soweit jetzt schon mal ganz okay. Mal gucken, wann wir ihn dann wieder bearbeiten. Müssen wir also wirklich fortlaufend dieses Jahr machen, denn der Schätzchen soll nicht größer werden. Er soll wirklich in dieser Größenordnung bleiben, ne? Okay, blühen wird er dann voraussichtlich nicht, aber das ist nicht so tragisch. Das ist jetzt nicht Ziel des Ganzen, da müsste man das Ding ein bisschen länger rauswachsen lassen, aber im Moment ist okay. Ich weiß, ob man es hören kann. Welche lustige Konzerte. Das ist so schön hier in der Natur. So, wir kommen jetzt zu einem Bäumchen, das wir schon sehr lange begleiten. Und zwar die Lonicera auf dem Stein, auf dem Backstein. Die dürfen wir heute zurücknehmen, denn sie ist schon kräftig herausgewachsen und zeigt uns auch, dass sie gut eingewachsen ist. Also dürfen wir heute tatsächlich hier rangehen. Denn wir möchten ja den Kronenbereich jetzt klein halten. Er soll nicht mehr wachsen. Sonst die Jahre konnte er mal kräftig wachsen, hat also meterlange Triebe ausgebildet. Aber jetzt ist es soweit, dass er tatsächlich im unteren Bereich fertig ist und auch die Hauptaststruktur fertig ist. Und von da können wir jetzt dazu übergehen, tatsächlich das Schätzchen ja, im Kronenbereich auch regelmäßig zurückzunehmen. Und das werden wir jetzt gleich machen. So, siehst du wohl, meine Güte, ich sag dir, also manche Klamotten, wenn man sich so anguckt, da fragt man sich auch, wie kann sowas denn überhaupt gehen? Aber okay. Wer die Bonsai-Geschichte kennt von uns, der hat das alles mit begleitet und weiß das im Prinzip dann auch, wie das funktioniert. So, in dem Zuge wollte ich vorhin schon die Linde hier schneiden. Machen wir im anderen Film, Gartenfilm, denn die schneiden wir auch tatsächlich immer schön schlank. Immer wieder nehmen wir die Äste zurück, die jetzt herauswachsen, damit sie ja, als Säule tatsächlich fungiert. Ne? Und auch das ist durchaus möglich. Wie wir sehen, eine richtig coole Sache mit der Linde. Also ist schon krass, ne? Das ist so genial. Ja, okay. Jetzt mache ich erst eine Pause.
während der Pause. Ach, hier wächst sogar ein Kartoffelchen drin. Guck mal. Ach ja, wussten wir, genau. Ich hatte es wieder verpeilt. Oh, die sehen richtig lecker aus. Da werde ich mir erstmal eine von mopsen. Und die andere lasse ich für Melody. Und werde jetzt mal genießen. Die Erdbeere aus dem Elho-Hochbeet. Auch das eine coole Kiste. Wir fangen jetzt im unteren Bereich hier an. Das Ganze sollte ein bisschen noch weiter rauswachsen, denn der Kronenbereich ist doch recht breit oben. Mal gucken, wie wir das jetzt hinbekommen. Ja, ich kann jetzt aber auch nicht so viel zeigen. Jetzt sehe ich nichts. Das ist immer das Ding. Ne? Jetzt gucke ich einfach durch den Baum mal durch. Was war das? Hier gibt es Geräusche manchmal, du lachst dich kaputt. So, okay. Ja, das nutzt nichts. Hier sehe ich mich gar nichts. Eben gucken. Es liegen jetzt zwei übereinander. Pass mal auf, ich nehme erstmal den weg, der von unten kommt. So, mit dem hoch. Ah, hier kommt ein ganz langer rausgewachsen, den nehmen wir komplett weg hier. Der kommt auch von unten tatsächlich gewachsen. So, die anderen kürzen wir erstmal ein, soweit es geht, außer einen. Ich meine, gucken, am besten nehmen wir den hier. Den nehmen wir, jawohl. So, pass mal auf, hier kommt jetzt noch einer rausgewachsen, der ein bisschen zu lang ist. So, die kürzen wir alle noch ein hier. Okay. Die kürzen wir auch alle erstmal ein. Das ist dann soweit okay. Und den lassen wir jetzt ein kleines bisschen länger. Kleines bisschen. Müssen wir Jahr für Jahr gucken, dass wir ein bisschen weiter rauswächst hier. Ne? Okay, dann haben wir den schon mal fertig. Hier nehmen wir auch erstmal das weg, was nach oben wächst sowieso. Und das ist gar nicht so einfach, da so drunter zu gucken, ich sage dir. So, jetzt kriegen wir Besuch vom Hubschrauber. Hier wächst einer nach oben, den nehmen wir ganz weg. Den kürzen wir ein. Jetzt kannst du nicht viel sehen. I'm so sorry, aber it is so, it is so. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3 Routen. Der geht zu nah an den anderen dran. Im Gucken, den kürzen wir erstmal ein. Genau, so. Der kommt aus der Achsel gewachsen, dieser hier. Der. Den nehmen wir einmal komplett raus. Den kürzen wir auch ein hier. So. Hier kann jetzt einer gleich weiter rüber wachsen. Mal gucken. Auf. Der kommt aus der Achsel. Der kommt weg. Der geht nach oben, der kommt komplett weg hier. So, jetzt haben wir gleich noch einen mit weggeschnitten, das ist okay, passt. So, Fusselkram können wir lassen. So, welchen lassen wir jetzt rauswachsen oder lassen wir die beide rauswachsen ein bisschen, würde ich sagen. Ne? Lassen wir die ein kleines Stückchen länger als die anderen. Jawohl, guck, dann haben wir den hier unten schon fertig. Hier kommt jetzt noch einer aus dem Hauptstamm, der kann komplett weg, kann man das mal sehen in dem Bereich ungefähr? Ungefähr, ne? Hier muss ich gerade mal gucken. Ich den belasse. Ups, Buchsbaum, bleibt stehen. Mal gucken, ob wir das jetzt besser hinbekommen hier. So, mal auf. Hier haben wir ja, einen Hauptast im Prinzip. Hier ist ein Nebenast und der wächst aber hier unter dem Hauptast her. Das ist nicht so der Burner. Das heißt, die schneiden wir erstmal weg hier, den. Bei dem bin ich mir noch nicht ganz sicher. Den kürzen wir dann nur ein dementsprechend. Den kürzen wir auch erstmal nur ein. So. Den kürzen wir auch ein hier. Jetzt kürze alles ein. Kürz, kürz, kürz. Kürzer am kürzesten. So. Okay. Der geht nach unten. Oder kommt von unten und wächst nach unten. Der auch hier. Können wir so abziehen. Gucken. Der auch hier. Der auch hier. Ja, okay. Dann ist das soweit schon mal okay. Hier ist jetzt der eine, wo ich vorhin am Zweifeln war. Wieso, weshalb, warum ich den da dran gelassen habe. Macht jetzt nicht wirklich Sinn, aber ich lasse ihn dann erstmal. Ich muss mir schon irgendwas bei gedacht haben. Ne? So, das Schätzchen kommt von unten. Der kommt weg. Okay. Dann gucken wir mal. Hier müssen wir später nochmal richtig aussortieren, weil hier wächst einiges noch nach. Die nehmen wir jetzt erstmal alle zurück hier. Der kommt von unten, der kann weg. Der kommt auch von unten, der kann auch weg. Aber bitte ganz. So, okay. Den Rest lassen wir erstmal. Jetzt gucken wir hier vorne hin. Hier. So, da kommt auch einiges rausgewachsen. Alles, was so dicht beieinander, nebeneinander ist, das nehmen wir weg. Alles andere kürzen wir erstmal ein. Da gucken wir dann, wie wir das später dementsprechend nochmal fortfahren. Den kürze ich auch schon mal ein. Hier, der geht nach oben, der kann weg. Okay. Jetzt kommen wir zu dem Ast hier. Pass mal auf, der geht nach oben hier. Da wollen wir nicht. Da geht er in den Baum rein. Der wächst auch in den Baum rein hier. Der kommt auch weg. Okay, ich hoffe, es ist langweilt euch nicht, weil es ist schon auch, wie gesagt, schwierig, ja, richtig nah dran zu gehen bei jedem Schnitt, dann wirst du ja plemplem irgendwann. Ne? So, der kommt von unten. Den nehme ich mal komplett weg hier. Der ist schon abgeknickt tatsächlich auch. Jetzt kommt wieder Hubschrauber.
So, die kürzen wir erstmal ein hier. Da müssen wir später nochmal entscheiden. Das ist jetzt so der erste Nachschnitt in dem Sinne, ne? So, der kommt aus der Achsel, der kommt ganz weg hier. Das fliegt auch noch direkt hier drüber, glaubst du wohl? So, mal winken. Ich sage dir, du. So, weiter geht's hier. Schnipp, schnapp und schnibbel die schnapp und schnibbel die schnipp die schnipp die schnapp. So, mal auf. Der geht nach außen hier. Ja, die können wir erstmal alle einkürzen. Da können wir später mal aussortieren. Ne? Mehr brauchen wir hier erstmal noch nicht dran machen. Der geht nach oben. Den können wir komplett wegnehmen hier. Ja, siehst du, ne? Es wird auch hier nicht viel übrig bleiben. Der kommt aus dem Hauptstamm. Den wollen wir nicht. Der auch hier. Dann kommen die beiden erstmal weg. So, nehmen wir erstmal den hier oben weg. Dann können wir vielleicht gleich ein bisschen besser sehen. Die können wir ein bisschen zurücknehmen schon mal hier. So. Aufpassen, dass alles nicht zu dicht wächst. Aber das ist noch Zeit. Da ist noch Zeit. Ne? So, der geht nach oben, der geht nach oben. Die nehmen wir komplett weg. Den Rest kürzen wir ein hier. Den auch. So, der wächst in den Baum rein hier. Den nehmen wir ganz weg. So, jawohl. Okay, jo, so langsam kommen wir ans Ziel hier. Der wächst jetzt nach oben. Da muss ich mal gucken. Nee, das wollen wir nicht mehr. Der soll nicht höher werden. Nein. Den nehmen wir weg oder kürzen ein, je nachdem. Hier kürzen wir auch erstmal einfach nur ein. Das heißt, der wächst, kommt von unten hier, den nehmen wir ganz weg. Genau, super. Ist das Stückchen auch schon mal fertig. Die nehme ich mal ganz weg hier. So, da kommt noch einer von unten. Den nehmen wir auch weg. Oh mein Gott, da bleibt gleich nicht viel dran, ne? Aber ist so. So, der geht nach oben. Der geht auch nach oben. So, den kürzen wir schon mal ein hier. Dich kürzen wir auch schon mal ein hier. Der kommt von unten. Ja, okay. Die kommen aus der Achsel, die beiden hier. Die kommen komplett raus. Der kommt von unten. Okay. Boah, so langsam haben wir es gleich. So, badam, badam, machen wir bei dem Kleinen hier erstmal weiter. Das alles darf nicht mehr weit rauswachsen hier. Das ist, das versuchen wir so klein wie möglich zu halten. Ich drehe das nochmal kurz ein bisschen. Der wächst nach oben rüber hier. Der kann weg. Jetzt gucke ich mal, was hier von unten kommt. Das ist eigentlich soweit okay. Die kürzen wir erstmal alle ein. Die kürzen wir alle ein. Hier schön. So. Moment mal, hier so viel Knuddelzeuges. Ne, den lassen wir noch hier. Komm, den kürzen wir auch erstmal noch ein. Okay, das wäre schon mal fertig. Jetzt bin ich schon wieder bei dem hier. Was mache ich denn jetzt damit? Das gefällt mir gar nicht. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Der kommt von unten eben auf jeden Fall weg. So, dann lasse ich ihn auch noch dran, wenn ich nicht weiß, warum, wieso, weshalb. Ich muss mir irgendwas dabei gedacht haben. Ist so, ne? Können wir den Bereich überhaupt noch sehen? So ein bisschen. Drehen wir mal andersrum. Hier können wir es vielleicht besser erkennen. So, hier haben wir noch einen Seitenast. Ja, da wächst dummerweise alles nach da. Das ist natürlich auch nicht gut, ne? Pass mal auf. Dann nehmen wir erstmal den weg, der nach oben wächst. So. Gut, den kürzen wir erstmal ein. Der geht direkt in den anderen rein. Kommt komplett weg. So, der kommt hier aus einer Achsel gewachsen. Dann ziehen wir den mal komplett ab. Kriege ich den einfach so ab? Ja, den kriege ich einfach so ab. So, den kürzen wir auch nochmal ein hier. Da muss ich jetzt mal entscheiden, nach hier zu wachsen. Ne? Besser ist das. So, den unteren müssen wir mal gucken, ob wir den oder wie lange wir den noch daran lassen, dass er alles nicht zu dicht beieinander wächst. Ne? Mal gucken. So, dann haben wir jetzt, glaube ich, den letzten hier. So, der kommt von unten. Der will nach oben wachsen. Nein, das wollen wir nicht. Der wächst auch viel zu dominant hier. Kommt auch weg. So, den Klüngelkram lassen wir erstmal hier dran. Kürzen wir nur so ein bisschen ein. Dann sieht man jetzt auch, dass man, ne, der hier wird wahrscheinlich später komplett wegkommen. Aber okay, muss ja nicht alles heute sein. Ne? Was wir nicht wissen, was ist, was, wieso, weshalb, warum, das kürzen wir einfach erst nur ein. Das kann in dem Zuge später dann nochmal wegnehmen. Ich glaube, den dicken Knubbel hier, den nehme ich mal weg, du. Jawohl, den dicken Knubbel, den nehmen wir weg. Den nehmen wir weg, weil der geht nämlich auch nach oben in die Senkrechte. Das sieht ja nicht aus. So, jawohl, perfekt. So. Warum ich das damals noch nicht gemacht habe, weiß ich nicht. Aber ist auch nicht so schlimm, ne? Machen wir es eben jetzt. Wie gesagt, muss ich immer alles sofort machen. Ja, so nach und nach kommt das schon. So, den kürze ich auch noch ein bisschen ein hier. Okay, jetzt habe ich hier noch ein trockenes Stück, sehe ich gerade. Kriege ich das so ab? Glaube ich auch, ne? Am besten schräg nach unten so ein bisschen, wenn es irgendwie geht. Mal gucken, wie komme ich denn da jetzt dran hier? Ach so, da ist auch noch ein Ästchen. Muss ich von hier schneiden. Oh, lololo. So, jawohl. Und weg ist er. Ich glaube, wir haben es, ne? Oder siehst du noch irgendwo ein bisschen was? Hier unten könnte man vielleicht noch was wegnehmen. Erstmal auf. Den nehme ich nochmal weg, der in die Senkrechte geht. Okay, komm. Krusselkram lassen wir erstmal dran. Ja, okay. So, jetzt siehst du, wie er aussieht. Ne?
Kannst ja vorspulen, ne? Guckst du an, wie ich anfange und dann spulst du vor. Oder machst schneller, kannst auch schneller stellen, ne? Im Videoplayer. Das geht auch. Schauen wir uns Schätzchen jetzt nochmal komplett an, wie es aussieht. Also richtig schick, finde ich. Richtig klasse. Aber wie gesagt, die beiden hier, die können so nach und nach ein bisschen noch weiter rauswachsen hier. Hier oben müssen wir es dann immer schön gedrungen halten, dass es nicht noch weiter rauswächst. Ich denke mal, ja, von der Optik her wird das wohl besser aussehen. Aber weißt du was? Alles Zukunftsmusik, ne? Feingestaltung, Justierung in dem Sinne. Das da nimmt alles ein bisschen Zeit in Anspruch von her. Daher, weil das erstmal wachsen muss. Ne? Wir können jetzt hier nicht so lange Triebe rauswachsen und die dann abschneiden. Das sieht Banane aus. Und von daher so stufigweise immer schön peu à peu weiter wachsen lassen und immer wieder mal zurückschneiden. Ja, okay. Damit haben wir das Schätzchen auch fertig für heute. Oh, es wird langsam lecker warm. Gegossen habe ich vorhin schon alles. Auch die großen Klamotten. Besser ist das, ne? Ja, meine Güte, kann man echt ganze Zeit zugucken bei dem Schätzchen hier. Richtig krass cool. Wenn man sich die Sachen so anguckt, dann möchte man am liebsten gleich weitermachen, aber dann wird der Film zu lang. Also wird es auf jeden Fall noch ein, zwei Teile geben diesen Monat gemeinsam, was wir dann machen können bei dem Ahorn hier. Wie gesagt, den lasse ich jetzt bis heute Abend auf jeden Fall hier drin stehen. Und soll man einen Blattschnitt machen oder nicht? Das ist interessant. Ach, jetzt habe ich gar nicht mal genau geguckt. Das müssen wir nächstes Mal machen. Diese kleinen Tierchen hier, das ist so faszinierend anzugucken. Aber die richten keinen direkten Schaden an, aber von irgendwas müssen die ja leben. Ich habe fast die Vermutung, dass die so viel Kraft aus dem Blatt raussaugen, also komplett aus dem Blatt, ne? Nicht jetzt aus einem kleinen Stück vom Blatt oder so, sondern komplett aus dem Blatt, und dass dadurch die Pflanze so ein bisschen leidet. Habe ich das Gefühl, habe ich auf jeden Fall. Ne? Okay, müssen auch weiter abwarten, wie sich das entwickelt. So, Blattschnitt. Sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen? Ich glaube, die anderen Kastanien nehme ich mir auch noch mal ran. Da werden auch noch einen Blattschnitt machen. Aber wie gesagt, im nächsten Film dann. Ne? So, weiß Bescheid. Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der kleinen Miniaturbäume. Meine Lieben, das macht so viel Spaß dieses Jahr. Aber jetzt wird es mittlerweile so warm, dass die Insekten schon durchtillen. Die klatschen hier einfach irgendwo gegen immer. Entweder vor der Scheibe, vor der Holzwand oder bei mir vom Kopf. Die rasen wie die Verrückten. Das ist so, ne? Wenn es heiß wird, dann spielen sie alle verrückt. So, für die Tomate ist es natürlich gut dann dieses Jahr, wenn es denn so bleibt. Oh, das macht schon richtig Spaß, die Sachen zu beobachten, wie sie sich entwickeln. Tolle Sache. So, okay. Am liebsten würde ich ja draußen bleiben, ne? Mich einfach hier hinlegen, aber ich habe ein paar andere Sachen zu tun. Ich muss mir heute noch einen Pool aufbauen. Ja, weil Melody möchte dann ins Wasser nachher. Nervt mich schon seit 2 Tagen damit. Papa, machst du das heute? Papa, Papa? Ja, heute ist dann soweit. Heute ist richtig schön lecker warm. Und dann werde ich mich auch in den Pool legen, auf jeden Fall. Ja, okay. Es wird auf jeden Fall weitergehen hier. Aber da ist schon ein schönes Schätzchen geworden. Das ist allerdings Unikat. Ne? So, grün in grün, ich weiß. Sieht da nicht so doll aus. Und da schwenken wir hier nochmal kurz rüber, wie es hier aussieht. Obwohl, wird man hier sowieso nicht viel sehen können, weil, ja, jetzt kommen noch die Einblendungen, Empfehlungen von mir, was ihr euch noch angucken könnt, wenn ihr möchtet. Okay, so, es geht hier auf jeden Fall weiter mit dem Bonsai.